Gerida verabschiedet sich bald wieder. Zum Wochenende zieht die nächste Schlechtwetterfront auf, dabei wird es vor allem im Norden sehr ungemütlich. Zum Wochenstart geht es im Süden mit den Temperaturen zumindest kurzzeitig deutlich nach oben. Am Freitag regnet es im norddeutschen Tiefland bereits am Morgen, sonst ist es zunächst noch trocken, allerdings scheint nur südlich des Mains die Sonne. Später breitet sich der Regen bis zur Landesmitte aus. Am längsten schön bleibt es von Freiburg bis Passau. Mit 9 bis 15 Grad wird es wärmer als zuvor. Am Samstag wird es schon wieder kühler. Ein Regenband zieht langsam südwärts. Im Tagesverlauf wechseln sich in der Nordhälfte Sonne und Schauer in rascher Folge ab. Teils sind auch Flocken- und Graupelgewitter dabei. Zudem bläst ein ruppiger Wind mit Sturmböen. Südlich der Donau kann es länger regnen. Zum Abend sinkt die Schneefallgrenze unter 800 Meter Höhe. Am Sonntag hält das windige Aprilwetter im Norden an, sonst wird es ruhiger. Am Montag strömt deutlich wärmere Luft in den Süden, die jedoch rasch wieder vertrieben wird.